Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen und hallo auch an dich, Tanja. Schön, dass du dir Zeit nimmst, heute nochmal mit mir zu telefonieren. Ich hatte dich ja angerufen, weil es auch in den Nachrichten kommt, dass es Medikamentenmangel gibt und hier und da echt Knappheit herrscht. Und da wollten wir zusammen ins Gespräch kommen, ob es vielleicht auch Ideen gibt, was man hier und da selber tun kann. Da du ja in der Apotheke arbeitest, wie ist denn gerade dein aktueller Eindruck? Ist tatsächlich so ein Mangel oder ist das gerade Panikmache? Ich muss gestehen, der Mangel, der ist da auf verschiedenen Ebenen. Der ist aber jetzt für uns in der Apotheke ehrlich gesagt nicht ganz neu. Das bahnt sich mittlerweile seit einem halben Jahr an, dass es so akut ist. Okay. Es gab schon immer Dinge, die schwer oder gar nicht verfügbar waren, aber es gab auch bisher immer die Möglichkeit, das Ganze irgendwie zu kompensieren. Momentan sind wir allerdings an einem Punkt, gerade in der Versorgung von Kindern, wo es wirklich schwierig wird, denn alles, was fiebernde Kinder betrifft, Fiebersäfte, Fieberzäpfchen, sprich die kleinen Kinder, sind wir leer gelaufen. Wir bekommen keinen Nachschub und gerade im Notdienst müssen wir teilweise wirklich die Eltern mit ihren Kindern an die Kliniken verweisen oder an andere Apotheken, die jetzt dann wirklich nochmal weit, weit weg sind, nach Rücksprache, die eventuell dann noch ein, zwei Flaschen haben. Und das ist natürlich ein Punkt, wo wir gerne auch einhaken und versuchen, den Eltern in dem Falle, die zu uns kommen und vorsichtshalber was zu Hause haben zu wollen, versuchen, ins Gewissen zu sprechen und zu sagen, Mensch, erinnert euch an eure Kindheit. Es gibt andere Mittel, die ihr ergreifen könnt, bevor ihr das Fieberzäpfchen und den Fiebersaft gibt. Das ist ja auch immer gleich ein ziemlich radikaler Eingriff mit so Pharmaprodukten, oder? Genau. Gerade bei Fieber, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, ist es natürlich auch nicht sinnvoll bei einem Kind, das jetzt irgendwie 37,5 erhöhte Temperatur hat, direkt mit einem Fieberzäpfchen zu kommen. Das ist, glaube ich, jedem klar. Der Körper braucht seine Betriebstemperatur, um gegen die Krankheit vorgehen zu können. Das ist uns allen bewusst. Aber ich verstehe auch die Eltern, die zu Hause sitzen und dann nervös werden und Angst haben um ihr Kind und sich Sorgen machen. Aber man muss vielleicht auch wieder ein bisschen mehr lernen, durchzuatmen und einfach mal zu schauen, wie geht's meinem Kind. Es gibt immer Kinder, die auch mit 39,5 Grad noch Trampolin springen, auf gut Deutsch. Mhm. Im Gegensatz dazu gibt es Kinder, die mit 38 Grad Fieber wirklich unbrauchbar nur noch liegen und schlafen. Also da muss man sein eigenes Kind auch schon ein bisschen kennen und einfach ein bisschen nachfühlen. Wie geht es dem Kind und was ist jetzt nötig? Ich habe jetzt kürzlich eine Aussage gehört, da würde ich gerne mal deine Meinung dazu hören, dass der Körper das Fieber ja auch als Funktion einsetzt und wenn man da immer gleich gegenarbeitet, dass man auch die Selbstheilungskräfte schwächt quasi. Genau, das Fieber hat in der Tat eine Funktion und das ist jetzt nicht nur die Körpertemperatur zu halten, sondern im Grunde, was passiert, wenn meine Körpertemperatur erhöht wird. Meine Blutgefäße stellen sich weit und damit haben natürlich auch all meine Antikörper, mein Immunsystem und meine Fresszellen und Killerzellen die Chance, schneller zum Ort des Geschehens zu kommen und dort Bakterien und Viren zu bekämpfen. Wenn die Blutgefäße schmal sind, kann man sich vorstellen, es ist wie in einem Wasserrohr, schmales Wasserrohr, passt nicht so viel in der schnellen Zeit durch wie in einem großen, geweiteten Wasserrohr. Ja? Und dementsprechend ist dieses Fiebern natürlich auch in einem gewissen Grad natürlich immer eine Unterstützung, damit die Krankheit schneller abheilen kann. Sehr schön bildlich beschrieben, das kann man sich gut vorstellen. Du hast vor uns gesagt, erinnert euch mal, was ist denn mit euch in der Kindheit gemacht worden? Nun kann ich mich bei meiner Kindheit erinnern, dass da auch wirklich niemand in die Apotheke gegangen ist, wenn wir erkältet waren, Husten hatten oder Fieber hatten, sondern dass es andere Mittel gab. Aber ich würde mal unterstellen, dass tatsächlich nicht jeder von seinen Eltern oder Großeltern da Erinnerungen an alternative Möglichkeiten hat. Was hast denn du so für Ideen, was man bei so Fieber selber machen kann? Also das Erste, was mir in den Sinn kommt, was ich auch selber am eigenen Leib erfahren habe und du sicherlich auch, sind die Wadenwickel. Die kennt jeder. Die kennt nicht jeder. Wie geht denn das? Kennt nicht jeder. Nee. Also
Die Wadenwickel sind eigentlich das Erste, was man machen kann. Wie gesagt, nicht zu früh, sondern so ab 39, 40 Grad Fieber kann man da anfangen. Nicht auch unbedingt bei Kindern unter anderthalb Jahren. Geht folgendermaßen, man nimmt sich Wasser, temperiert das mit ein bisschen Essig oder ein bisschen Zitronensaft drin, einfach bloß, weil es dann für die Haut verträglicher ist, und schlägt diesen feuchten Wickel um die Waden, ein trockenes Tuch ringsrum, und damit wird die Körpertemperatur gesenkt. Mhm. Damit das funktioniert, ist natürlich immer wichtig, dass das keine, mit Verlaub, arschkalten Wickel sind, sondern die immer bloß so 1-2 Grad unter der jetzigen Körpertemperatur liegen. Mhm. Wenn die zu kalt sind, stellt der Körper fest, oh Gott, es ist kalt, und regelt noch weiter hoch. Ah, ja, das wollen wir nicht. Wichtig ist auch wirklich die Waden und nicht die Oberschenkel, ne? Genau. Und wichtig ist auch, bevor ich das mache, mal an den Waden des Kindes zu fühlen. Denn wenn die Kinder schon kalte Füße, kalte Waden haben, sollte man es auch nicht machen. Mhm. Ich habe ganz viel Wadenwickel gekriegt, als ich als Kind mit 6 Jahren auf Kur war. Da hatte ich viel Mandelentzündung und Angina. Und dort hat das ärztliche Personal, eine ganz liebe Krankenschwester, auch viel Wadenwickel, ja, bei mir gemacht. Und ich erinnere mich auch an viele Tees, die wir getrunken haben. Gibt es da vielleicht auch was ihr in der Apotheke habt, was man sich als Alternative mitnehmen kann, was fiebersenkend ist, wo die Kinder einfach nur einen Tee trinken müssten? Die Varianten gibt es natürlich immer. Also für fiebernde Kinder ist immer wunderbar Linde, Holunder oder, wie wir zusammen schon besprochen haben, der Mädesüß, auch immer eine wunderbare Variante. Muss man ein bisschen schauen, wie man die Kinder dazu bekommt. Ich habe ja in deinem Adventskalender-Beitrag zum Holunder auch einen wunderschönen Pakt gelernt, den ich mittlerweile auch auf Arbeit anwende, die Kinder zum Holunder. Die Harry Potter Story. Richtig, die Harry Potter Story. Und wenn man so einem Kind sagt, ja, es schmeckt jetzt vielleicht nicht gut, aber hey, das ist ein Zaubertrank, weil aus dem Holz ist der Zauberstab gemacht worden, muss ich sagen, ich habe jetzt schon 2, 3 Erfolge gehabt, ja, mit Rückmeldung, dass das doch funktioniert. Also an der Stelle nochmal danke dir dafür. Mhm. Wobei ich sagen muss, Holunderblütentee ist ja nur wirklich noch einer der leckersten. Oder einer, der die wirklich gut schmecken, die von sich aus süß sind, ähnlich auch wie die Linde. Ja. Das stimmt, auf jeden Fall, ja. Dürft ihr eigentlich in der Apotheke, auch wenn jetzt Medikamente aus sind, zu Alternativen raten? Also ihr habt ja selber auch so ein paar Sachen im Schrank und könntet vielleicht selber auch was zusammenmixen für den jeweiligen Fall. Ist euch das erlaubt in dem Rahmen? Grundsätzlich dürfen wir das. Was verschreibungspflichtig ist, das steht natürlich immer außen vor. Aber wenn man eine gute Apotheke hat und vielleicht auch einen guten Kontakt zu seinem Apotheker, dann und der engagiert ist, wird er dir immer, auch wenn du eine Packung Aspirin kaufst oder irgendwas, immer noch mindestens 1, 2 Sätze dazugeben. Oder wenn du mit einem Husten kommst, dir deinen Hustensaft geben und aber trotzdem noch den Tipp dazu geben, Mensch, so ein Brustwickel mit Kartoffel oder mit Quark, das ist total gut tun bei so einem Husten oder inhalieren sie. Das gehört eigentlich bei einem ambitionierten Apotheker schon dazu. Hm. Weil du gerade auf den Husten ansprichst, hast du da auch noch so ein paar Ideen an Hausmitteln oder Hausapotheke bei so, ja, gerade vielleicht auch nochmal auf Kinder geschaut? Mhm. Naja, die eben erwähnten Brustwickel, das geht zum einen mit Kartoffel oder mit Quark. Also mit gekochter Kartoffel oder wie stelle ich das? Mit gekochter Kartoffel, genauso Pellkartoffeln, wohl temperiert auf die Brust legen, natürlich nicht zu heiß, das ist, denke ich, man auch soll sich nicht verbrennen, ja, okay. Sonst braucht man wieder das Johanniskrautöl. Genau, dann halt die das Ganze mit Quark, was auch als Halswickel ganz gut ist bei Halsschmerzen, ne? Weil diese feuchte Wärme beim Quark in dem Falle einfach auch wirklich wohltuend ist bei solchen Sachen. Weil es eben, wie ich vorhin beim Fieber auch schon mal erwähnte, die Blutgefäße erweitert und dadurch einfach die Chance erhöht, dass so die körpereigenen Heilungskräfte dort wirklich an Ort und Stelle auch eine Chance haben anzukommen und in Masse anzukommen. Auch nochmal für die, die Quarkwickel nicht kennen, wie macht man das? Macht man das auf die Haut? Kommt da was drunter oder macht man den Quark irgendwo rein? Also man streicht sich das auf ein Geschirrtuch, ja, temperiert den in der Mikrowelle über dem Wasserbad, wie es einem so ist. Mhm. Und dann wird das, ich sag mal, mit einer Stoffschicht dazwischen aufgelegt, auf Brust oder Hals,
nochmal trocken mit einem Tuch umwickelt, dass da nichts passieren kann. Und dann wird das liegen gelassen, bis der Quark anfängt so anzutrocknen. Ne? Oh, okay. Weil das dann einfach auch nochmal die Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Ja. Also mit Handtüchern und Geschirrtüchern, okay. Genau. Gibt es noch so Sachen neben Husten und Fieber, wo du sagst, da kann man auch durchaus mal in der Hausapotheke oder als Alternative zu anderen Sachen greifen? Ja, bei Schmerzen gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, Schmerzmittel sind so die zweithäufig abgegebene Kategorie in der Apotheke. Ne? Direkt nach den Blutdruckmitteln kommen die Schmerzmittel okay. und die Entzündungshemmer. Aber die sind ja meistens gar nicht verschreibungspflichtig, oder? Täusche ich mich da? Also zumindest kriegt man da ja auch, ohne dass man einen Arzt gebraucht hat, recht schnell ja. mal so eine 600er Ibu oder so, ne? Also ich sag mal, es klingt immer sehr vielfältig, denn es gibt natürlich viele Firmen, die das herstellen und das auch werbetechnisch ordentlich vermarkten. Mhm. Wenn ich ganz ehrlich bin und das runterbreche, kann ich sagen, wir haben eine Handvoll Wirkstoffe, die wir frei verkaufen können. Das ist Paracetamol, Ibuprofen, Acetylsalicylsäure, das Aspirin, Naproxen. Und dann sind wir da aber auch schon Diclofenac, da sind wir schon fast durch. Ja, und dann kommen wir zu den Benzos und Opiaten und dann wird es verschreibungspflichtig. Genau, und auch in höheren Dosen wird es verschreibungspflichtig. Also ja, so vielfältig ist es eigentlich gar nicht, wie man sich das immer vorstellt. Ja. Was glaubst du, wie die Tendenz ist? Kommen die Schmerzmittel recht schnell nach? Findet ihr Alternativen oder macht es wirklich Sinn, mal zu gucken, was da die Pflanzenwelt oder die Küche noch so hergibt? Ich denke, auf vielen Ebenen ist es wirklich sinnvoll zu schauen, was die Pflanzenwelt da zu bieten hat. Denn das Schmerzmittel an sich ist ja meistens nur eine Art Symptombekämpfung. Das ist, ja, ein Ibuprofen ist auch entzündungshemmend, aber auch so eine Entzündung ist ein Symptom. Also da machen wir uns nichts vor. Und da können die Pflanzen vielerorts einfach mehr aufgrund der vielfältigen Inhaltsstoffe. Da geht es ja auch um Immunstärkung. Und also es gibt ja wirklich Antibiotikas, wo klar ist, da wird erstmal alles in uns so ein bisschen platt gemacht, aber eben auch die bösen Sachen, aber eben auch die guten. Und ich habe so den Eindruck, dass man mit den pflanzlichen Heilmitteln nicht so viel zerstört. Ja, genau. Die Pflanzen, die haben oft ein sehr großes Potenzial, weil es einfach nicht eine Substanz ist, weil es einfach ein Stoffgemisch ist, was auch in der Pharmaziemedizin bis heute nicht unbedingt klar ist, welcher Inhaltsstoff ist jetzt wofür verantwortlich. Man hat bei verschiedenen Pflanzen ganz viele Inhaltsstoffe rausgeholt und versucht zu analysieren und festgestellt, ja, so richtig ist es keiner von denen. Es scheint wirklich die Kombination zu sein. Das Zusammenwirken der einzelnen Teile potenziert sich dann. Und wenn wir nur die Einzelteile anschauen, sehen wir das Potenzial im Ganzen nicht. Ne? Genau. Was kann man denn bei Schmerzen alternativ so machen? Wenn jetzt kann ja auch mal Wochenende sein, man hat kein Schmerzmittel da und dann geht irgendwie los, dass der Zahn puckert oder der Kopf oder der Rücken schmerzt. Was kann man da machen? Der Zahn ist das beste Beispiel. Ja, bei immer Zahn, am Wochenende, ne? Genau, bei Zahn ist es wirklich die Nelke. Das Nelken kauen oder einfach bloß in den Mund legen. Du meinst das Gewürz, ja? Genau, das ist mittlerweile sogar in Studien bewiesen. Also man hat in der Tat sogar festgestellt, in Vergleichsstudien mit Lidocain, das ist so ein Lokalanästhetikum, was beim Zahnarzt auch benutzt wird, und einer Vaseline, glaube ich, hat man festgestellt, dass dieses Nelkenöl, man hat ein richtiges Nelkenöl genommen, durchaus mit dem Lidocain, was die Zahnärzte zum Betäuben nutzen, mithalten kann. Oh. Und gerade bei extrem akuten Zahnschmerzen ist die Nelke wirklich eine wunderschöne Variante. Oder auch das Nelkenöl, was man sich auch kaufen könnte oder destillieren kann. Dauert 2 bis 7 Minuten, dann hat man schon eine Wirkung. Und das ist eine Hausnummer. Da kommen auch unsere Tabletten nicht ran.
Ja, das überschneidet sich auch total mit etwas aus einer Wildkräuterwanderung, wo ich dabei war, mit Matthias Prendl. Da haben wir den Nelkenwurz behandelt. Und da hieß es vom Nelkenwurz, die Wurzel könnte genauso benutzt werden zum drauf rumkauen gegen Zahnschmerzen. Und das passt total gut zusammen, ja. Ja, da ist dieses Eugenol, nennt sich das. Das ist da auch in einer relativ hohen Konzentration drin. Das funktioniert da immer sehr gut. So haben sich unsere Vorfahren natürlich auch geholfen, bevor es an jeder Ecke eine Apotheke und auch einen Arzt für jedes spezifische Krankheitsbild gab. Genau, man hat Weidenrinde gekaut. Die Weidenrinde ist jetzt vielleicht noch eher bekannt als der Mädesüß, als Vorläufer fürs Aspirin, ne? Aber das ist, läuft in dieselbe Richtung. Die Weidenrinde, die hat auch diese Salicylsäure und das hat man natürlich auch gemerkt, ja. Sogar nachgewiesen, dass die Rehe, wenn sie Schmerzen haben, vermehrt Weidenrinde kauen. Die wissen auch, wo die Pflanzen ihnen helfen können. Oh, das ist super. Das finde ich schon wieder spannend, weil die sich das ja nicht gegenseitig erzählen können. Nee, das sind Instinkte und ich glaube ja auch, dass unsere Vorfahren einen anderen Instinkt hatten und irgendwie eher gespürt haben, welche Pflanzen sie in welcher Situation brauchen. Und heute müssen wir uns das ganz mühsam wieder aneignen und recherchieren und anlesen. Aber ja, auch die Masse des Wissens, die hier schon im Raum schwebt, die reicht ja schon, um viele Ideen zu kriegen, um sich selber zu helfen. Bei den Schmerzen hast du da noch andere Sachen, abgesehen von den Zahnschmerzen, wo es Ideen gibt, sich da selbst zu helfen? Naja, wie gesagt, neben der Weidenrinde würde mir jetzt spontan noch die Veilchenwurzel einfallen. Ah ja, okay. Nicht direkt für die Zahnschmerzen bei Erwachsenen, aber so ein Tipp für junge Eltern. Die Veilchenwurzel geht so ein bisschen Richtung Nelke für die kleinen Kinder, wenn sie Zähne kriegen. Ah, okay, zum Katschen, damit Gibt's? das nicht so weh tut dann. Genau, also sie haben erstens was, worauf sie drauf rumkauen können, einfach bloß um dieses, naja, dieses Arbeiten, dieses Anschwellen, dieses Gluckern an dieser Stelle so ein bisschen zu kompensieren. Sie kauen ja automatisch auf irgendwas rum, um das besser zu machen. Und in dieser Veilchenwurzel hat man ähnliche Inhaltsstoffe wie in der Gewürznelke. Einfach, die ein bisschen betäubend sind, wohltuend und vor allem, die dem Kind nicht schaden. Ja, okay. Also Allgemeinerkältung würde mir natürlich auch direkt einfallen. Inhalieren, Fußbad, Wärmflasche, Honig. Beim Inhalieren reicht da einfach Salzwasser, weiß ich, dass das geht, aber man kann ja auch ein paar Kräuter mit reintun, oder? Definitiv, Salzwasser per se ist immer eine super Idee zum Befeuchten, weil das einfach auch die Schleimhaut schützt, noch mehr Schaden zu nehmen. Aber gerade Thymian, Salbei, also diese Kräuter, die alle so ein bisschen eine antibakterielle, antivirale Wirkung haben und auch so durchblutungsfördernd sind. Ja, Thymian bei so einem verschleimten Husten ist immer total gut, weil Thymian oder auch Efeu, die verdünnen auch so ein Sekret, sodass es einfach auch nicht mehr so sehr wehtut, wenn man das abhustet. Denn raus muss es, sonst hat man da einen schönen Bakteriennährboden in der Lunge, das will ja auch keiner. Kamille würde auch gut reinpassen, oder? Kamille passt da super rein, weil es auch beruhigt, ne? Gerade so überreizte Schleimhäute. Man kennt das ja auch, wenn man so einen Husten hat. Und das ist alles abgehustet, aber dieser Reflex, der hat sich jetzt so hochgeschaukelt, dass er weiterläuft. Ja, das tut Ja, dann und auch da ist weh. Kamille super. Oder so ein Heusack. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt so irgendwo bekommt. Also wer eine Wiese hat, ist gesegnet. Ein Heusack, vielleicht sogar mit ein paar Kornblumen drin, erwärmt auf die Brust gelegt. Super bei Husten, aber auch super bei Bewegungsschmerzen, so bei Rheuma teilweise. Das finde ich ganz viel in den mittelalterlichen und in den älteren Büchern der Kräuterleute. Da hießen ja auch viele Kräuter irgendwas mit Bettstroh im volkskundlichen Namen, so als Frauenkraut, wo tatsächlich die Frauen nach der Geburt auf so, ja, Polstern mit Wildkräutern und Heilkräutern, also lagen oder saßen, und das hatte heilsame Wirkung. Also total erstaunlich, dass man das jetzt erstmal so wieder hört. Also das ist mir nicht präsent, dass mal irgendwie jemand so Wildkräuter als Auflage benutzt hat, die getrocknet gewesen wären, oder? Ne? Ja, aber es ist, also es funktioniert super. Also es gibt, ich weiß, es gibt so zwei, drei Reha-Kliniken in Deutschland, die so
auf Kneippkuren spezialisiert sind, die sowas auch häufig machen. Also solche Heusäcke und solche Auflagen oder auch Lavendelbetten, Lavendelbäder, das ist gar nicht so lange her. Da habe ich da mal einen Artikel drüber gelesen. Das ist echt spannend. Sag mal, das hat doch auch was mit Aromatherapie zu tun. Ja, na klar. Gerade Lavendel ist da, glaube ich, das Schlagwort, was jeder so ein bisschen nachvollziehen kann. Also was mir jetzt spontan einfallen würde, wären vielleicht noch Kohlblätter. Wofür, wogegen würdest du die nutzen? Zum Kühlen und gegen Entzündungen. Also das Erste, was mir einfällt, so Kohlblätter, habe ich das erste Mal ausprobiert als Brustauflage beim Stillen. Na? Da gibt es ja dann gerne mal so Entzündungen. Bei entzündeten Brustwarzen sozusagen, Kohlblätter auflegen. Genau, also und da habe ich so den ersten Moment gehabt, wo ich dachte, Mensch, Oma hat sowas gemacht. Ja, die wussten schon, kannst warum. Kannst mich nicht mehr ganz dran erinnern, aber hier nimmst du jetzt mal ein Kohlblatt, gehst mit dem Nudelholz drüber und dann mal drauflegen. Und es tat doch wirklich gut. Seitdem tue ich das regelmäßig, also auch so bei so entzündeten Mückenstichen. Erstmal die Zwiebel drauf und wenn sich das beruhigt hat, dann mache ich auch so Kohlumschläge oder wenn man umknickt. Schön mal mit dem Knöchel umgeklickt, so Kohlblatt in den Kühlschrank, Nudelholz drüber. Das tut wirklich gut. Ich glaube, das hatte ich mit erwähnt bei den Pflanzen, die gegen Insektenstiche dann helfen können. Genau. Na, die Zwiebel, ne? Kohlblatt und die Zwiebel waren natürlich auch dabei. Zwiebelsaft ist ja auch noch so ein Tipp bei Husten und Erkältung. Ne? Das war auch was, das kenne ich aus meiner Kindheit. Das geht ja mit Honig, das geht mit Zucker, dass man mit Zwiebelsaft einfach so einen Auszug macht. Ne? Genau, ne? Als Hustensaft oder auch das Säckchen für die Mittelohrentzündung. Da hat das auch super geholfen. Da hat selbst meine Ohrenärztin, als wir ein paar Tage später dann dort aufschlugen, mich angeguckt und mich gefragt, warum ich denn nicht schreie und weine. Ich habe doch einen blauen Fleck auf dem Trommelfell, das muss doch tierisch wehtun. Seitdem ich diesen Zwiebelsack auf dem Ohr hatte, ging's. Kein Problem. Ja? Man traut also den Pflanzen so wenig zu oder hat es vergessen, was die eigentlich für starke Inhaltsstoffe auch enthalten. Ne? Ja, definitiv. Und was man auch gerne vergisst, da bin ich jetzt wieder bei Kindern zum Beispiel, ist, was Berührung für eine Macht haben kann. Also das Streicheln und Trösten. Ja, diese Massage fürs Bäuchlein. Mal einreiben, mal streicheln. Oder mal einreiben, die Brust bei einem Husten. Habe ich lange einfach so hingenommen, weil es angenehm ist, einfach so die Berührung und das Streicheln. Aber ich habe in der Uni feststellen dürfen oder lernen dürfen, dass da wirklich ein Mechanismus dahinter steht. Denn wenn man berührt, gestreichelt wird, dann schüttet der Körper Oxytocin aus. Oxytocin ist das Bindungshormon. Also das, was die Mama nach der Geburt dazu bringt, zu sagen, ich habe das schönste Kind der Welt, auch wenn alle anderen Menschen sagen, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Ich meine das gar nicht böse. Passt schon. Aber das Bindungshormon, das soll ja auch beim Beischlaf zweier Menschen durchaus eine Rolle spielen. Genau, deswegen Bindungshormon. Ja. Genau. Und dieses Oxytocin wird halt auch ausgeschüttet, in dem Fall, wenn man gestreichelt wird. Und das ist gefäßerweiternd, das sind wir wieder bei meiner Erklärung vom Fieber. Und es ist angstlösend, klar. Wenn du jetzt so vor dich hin fieberst und als Kind, du weißt ja nicht, was mit dir passiert. Ja, ob alles wieder gut wird. Ja, ist angstlösend und es triggert auch wirklich das Immunsystem. Das ist alles schon mal gemessen und nachgewiesen worden. Und da, das ist einfach nicht irgendwelcher psychologischer Kokolores. Das funktioniert wirklich auch auf chemischer Ebene für die Wissenschaftler. Auf der anderen Seite, aus menschlicher und empathischer Sicht, ist es mir total logisch, dass es heilsam ist, wenn jemand da ist, der einen berührt und wo Liebe und Zuneigung ja da auch Ausdruck in Körperlichkeiten, in Streicheln, in Berührung, im Arm nehmen, so einfach liegen. Genau. Ja, ihr Lieben, das waren Tanjas und meine spontanen Gedanken, was man alternativ mit pflanzlichen Mitteln, auch mit Mitteln aus der Hausapotheke und auch Ideen unserer Großeltern vielleicht so machen kann, wenn die Apotheke mal zu hat oder hier und da die Sachen für schwerwiegende Fälle aufgehoben werden sollten. Ich hoffe, auch heute war wieder etwas Neues und Interessantes für euch dabei. Tanja, ich hoffe, du hast Lust auf eine weitere Folge. Ich glaube, unsere Ideen und Gedanken zu der Sache sind überhaupt noch nicht erschöpft. Wie siehst du das?
Vielen Dank, Tine. Ich sehe das ganz genauso. Ich freue mich, mit dir über das Thema gesprochen zu haben. Es hat mir persönlich auch wirklich ein Stückchen weitergeholfen, einfach den einen oder anderen Denkansatz gebracht. Und ich danke dir für das schöne Gespräch. Ich mache das gerne wieder. Das freut mich. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle und wünschen euch da draußen auch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss! Tschüss!